Na gut, was soll's. Wir gehen mal hier oben lang. Mit dem sind wir ja gekommen, mit dem Aufzug. Ich glaube, wir müssen hier lang. Tank, Reaktor, Zugang, Maintenance Station. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier lang. Hey, Gordon. Oh, hi. Na, alles fit? Was ist denn hier für Muni? Aha. Alles klar, ab durch die Mitte. Komm mal mit, jawohl. Mal sehen, wie lange du durchhältst. So, ist denn hier unten wer? Oh, hier sind noch mehr Überlebende. Sie haben die Pumpen eingeschaltet. Jetzt ab zur Zugangsröhre. Fluten Sie den Kern und dann sofort rauf zu den Labors. Oh, hier ist ja richtig was los, was Muni angeht. So, da schaue ich nochmal ganz kurz bei den üblichsten Waffen. Oh, die ist tatsächlich richtig voll. Oh, 10 Handgranaten, ist das ein Traum. So, ich schaue nochmal kurz bei den üblichen Waffen, ob wir noch ein bisschen nachladen können. Pistolenmuni hätte ich lieber noch ein bisschen mehr, muss ich sagen. Weil die doch manchmal ganz nützlich ist als relativ zielsichere Waffe. Aber was soll's. Ne, auf die Pistole brauche ich nicht wechseln, das ist sinnlos. Was haben wir denn hier eigentlich? Naja, auch nicht so viel. Bleiben wir bei der Pumpgun. Und füllen noch gerade unser Leben und unsere Energie auf. So. Wunderbar. Dann gibt's hier also nichts mehr. Der hätte uns wahrscheinlich bloß nochmal gesagt, was wir machen müssen. Hier wird es uns auch angezeigt. Okay, dann. Okay, ich werde das Gebiet nicht. Nee, du sollst mitkommen. Okay, ich werde Deckung geben. Du sollst mal aus dem Weg gehen. Geh mal aus. Oh, Typ. Geh mal aus dem Weg, bitte. Dankeschön. So. Dann gehen wir hier drüben lang. Zum Reaktorzugang. Du kommst mit. Das ist sehr schön. Da fühle ich mich doch gleich viel, viel sicherer, wenn ich noch so einen an der Seite habe. Nicht wirklich, aber was soll's. So, solange er uns noch nicht gemerkt hat, hier nochmal kurz speichern. Die Armbrust. So. Oh, der hält 3 aus. Ist ja verrückt. Tja, mit 3 Schüssen in den Rücken getötet worden. Das spricht nicht gerade für deine Reaktionsfähigkeit, Kollege. Ich lade nochmal kurz nach hier. Oh, du Sau. Was? Oh! Ernsthaft? Ernsthaft? Oh Mann! Das war ja nicht so schön, muss ich sagen. Ich glaube, das geht geiler. Lass noch mal probieren. Okay, nochmal hier, Armbrust. Gut. Ich glaube. Komm, bleib mal hier. Bis später. Bis später. Gut, wir speichern nochmal. Und versuchen das Ganze nochmal. Haben wir den schon mal? Kann ich das hier an einem Stück überleben? Deswegen sollst du ja auch hier bleiben, damit du irgendwie eine Chance hast, zumindest das zu überleben. Möchte zugehören wissen, ob die das noch schlimmer hingekriegt. So, kommt der denn hier? Ne, mach mal, lass mal die Tür auf, bitte. Dann. Aha. So, soll er sich erstmal ausschießen da draußen? Und jetzt schauen wir mal, ob wir nicht erstmal den zweiten, der auch gerade reingekommen ist, hier platt machen können, genau. Wir haben noch einen erwischt. Du hast überhaupt keinen erwischt. Schmück dich mal nicht mit fremden Fehlern hier, Kollege. So. Das war's auch für den. Gut. Das lief weitaus besser. So, da haben wir noch den einen da hinten. Und auch der ist jetzt Geschichte. Sehr schön. Kommst du mit? Hallo? Alles klar. Los. Komischer Kerl. Äußerst komischer Kauz. So, komm rein. Und, ach, ich glaube, durch das Pumpensystem haben wir jetzt hier die Flüssigkeit rausgenommen. Kann das sein? So, wir nehmen nochmal ein bisschen Leben von uns mit. Und ihn müssen wir jetzt wohl leider wieder zurücklassen, weil es nämlich die Leiter nach unten geht. Oh, Leiter nach unten ist ja auch schon wieder ganz toll. Das verspricht total super zu werden. Ah, klappt diesmal. Sehr schön. So. Ah, hier ist offen. Dann flitzen wir mal durch. Wohin kommen wir denn da? Ich habe keine Ahnung. Erstmal hier an die frische Luft. Also so frisch, wie sie halt sein wird. Und dann hier wieder raus. Einmal gespeichert. Und weiter geht's noch nicht. Wir müssen erstmal aufmachen. Oh, hier steigt jetzt die Flüssigkeit. Okay.
Soll mir recht sein. Okay, dann ist das jetzt wahrscheinlich der einzige Zugang, den sie noch offen gelassen haben. Zur Sicherheit. Steigt die Flüssigkeit noch? Nee, ne? Ich glaube, wir müssen noch eins aktivieren. Zum Beispiel hier. Jawohl. So sieht das doch schon besser aus. Und dann kommen wir auch an die Leiter ran. Ach du Scheiße. Müsste mich jetzt hier unten schon penetrieren. Tatsächlich, ja? Ich glaube, ich gehe mal nach oben, wenn das hier so rumblitzt. Das gefällt mir nicht so. Wow. Nicht so gut. Lass mal nochmal laden. So. Und dann kriegen wir das vielleicht auch ein bisschen besser hin. So. Können wir den vielleicht schon von hier unten... Ah, scheiße, die haben ja Ladebeimung unter Wasser. Stimmt ja. So, das ist ein bisschen blöd, weil ich die ganze Zeit nach oben drücken muss, damit er nicht untergeht. Der Anzug scheint doch ein bisschen schwerer zu sein. So, naja, was soll's. Was ein Scheiß. Na gut. Das war's für ihn. Okay, ihn hat's gleich zerlegt von dem Blitzen. Das ist natürlich auch gut. So, dann schauen wir mal ganz kurz, ob die Blitze, ob wir das nicht schaffen können, die zu vermeiden. Geh doch mal bitte hier hoch. So, jetzt. Lauf, Bitch, lauf. Okay, der Blitz ist durch. Nein, nein, wieder runter, wieder runter. Ach, scheiße. Höh! So, das lief ganz gut. Dafür, dass es völlig unkontrolliert war gerade. Ah, nicht doch direkt reingehen. Ich glaube, ich gehe in die falsche Richtung. So. Oh. Oh. Ich glaube, ich sollte doch möglichst vorsichtig vorgehen dabei. So, bitte aufmachen, schnell. Oh Gott. Hört auf, mit Steinen zu schmeißen. So. Hui. Okay. Es geht vorwärts, es geht vorwärts. Ein kaputter Fahrstuhl. Ein Vorratslager. Ein Traum ist das hier. Gib mal her, hier oben auch. Wow. Wir haben 100 Lebenspunkte und 100 Energie. Wann haben wir das letzte Mal erlebt? Es muss schon eine ganze Weile her sein, glaube ich. Und ich fürchte leider, das wird nicht so lange anhalten. Ich glaube, es ist hoffnungslos. Oh nein, sag nicht, dass das Ding hier... Oh Gott. Kommt der runter? Nee. Ich dachte schon, das Ding fliegt mir jetzt um die Ohren hier. Gut, wir schauen nochmal hier im Vorratslager nach. Ja, zumindest noch ein bisschen Leben, das wir nicht brauchen, okay. Aber Muni ist gut, Muni ist immer gut. Was gibt's denn hier unten? Geh mal weiter. Hier gibt's nichts, das ist in Ordnung. Wir brauchen auch nichts, wir sind wunschlos glücklich. Gut, ein bisschen Pistolen-Muni, da hätte ich nichts gegen. Auch gegen ein bisschen für die Magnum oder für das Sturmgewehr. Aber ansonsten sind wir relativ wunschlos glücklich. Und hi! Na? Alles klar? Okay, warum nicht? Ich wollte sowieso nicht alleine abkratzen. So, schade, dass es hier so viel Heilung gerade gibt und wir nichts davon brauchen. Das ist echt ärgerlich, wenn man das so zurücklassen muss. Es fühlt sich nicht... Er war es. So, das fühlt sich nicht gut an, muss ich sagen. Was? Hast du mich gerade abgeschossen? Ich glaube, der ist schon... Nee, der war doch noch nicht tot. Das war gerade ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Was war das denn? Ich glaube, dieser kleine Bastard hat mir gerade in den Rücken geschossen, als ich den ersten hier drüben fertig gemacht habe. Das ist eine ganz schöne Frechheit. Muss ich mal so feststellen. So, aber dann können wir auch hier... Ich nehme das aus den Supplies. So, nehmen wir hier mal... Genau, wunderschön.
Dann haben wir das hier gleich noch um die Ecke, falls uns jetzt gleich wieder was zustoßen sollte. Ja, mit der Energie hat sich das gerade schon wieder erledigt, leider. Was passiert denn, wenn ich hier was mache? Okay. Warum nicht? Oh ja, oh ja. Ich kenne das aus diesem einen Let's Play, das ich mal davon geschaut habe. Jetzt wird's äußerst seltsam. Ich mach das nochmal kurz aus hier. So. Dann kann ich nämlich nochmal kurz hier hinten schauen, was es hier eigentlich gibt. Aha. Was? Okay, reicht das dann? Hier ist was los. Nee, 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 nee. Was? Was? Okay, wartet mal. Das machen wir mal anders. Wir haben doch eine Armbrust. Wo haben wir sie denn? Hier haben wir sie. So, für dich reicht das hier. Für dich ebenfalls. Gut. Armbrust. Oh, Quatsch. Wollte ich doch gar nicht. Nein, ich will nicht diese komische Waffe ausprobieren. Ich will diese Alien-Waffen nicht benutzen. Scheiß Alien-Kram. Gut, nachgeladen. Wir schauen nochmal ganz kurz hier im Labor. Okay, wir schauen nicht im Labor nach. Dann geht's weiter mit lustigem Gorilla-Klatschen. Okay, wenn der sich erstmal versteckt, dann bleibe ich mal hier in Deckung. Was? Du spinnst wohl. Gut, haben wir die weg? Hier ist auch zu. Okay. Nochmal gespeichert. Ich bleibe mal gleich bei dem Ding, falls jetzt nochmal irgendein Gorilla hier kommt und der Meinung ist, mich hauen zu müssen. Wo kommen wir denn hier hin? Level C. Ich gehe nochmal ganz kurz oben schauen, auch wenn wir da nochmal hier durchs Laden müssen. Oh ja, ein Traum. Das ist der Kern und diesen müssen wir nun erklimmen. Und ich glaube, das wird sehr lustig. Nicht. Gut, gehen wir mal rein. Mal sehen, ob uns das was... Nee, das Reingehen bringt nichts, oder? Kommen wir hier irgendwie hoch? Ich glaube nicht. Nee. Na gut, dann bleiben wir halt hier. Wir haben noch diese ganzen Teleportdinger. Ich will die mal noch nicht benutzen. Ich will erstmal so hier rumgehen und schauen. Den traue ich nicht. Nee, das Problem ist, die schicken einen irgendwo hin und man muss dann erstmal über Try and Error probieren, wo die einen überhaupt hinbringen. Okay, was ist das denn hier für einer? Ach, das ist wahrscheinlich der, unter dem wir gerade sind. Gut. Schauen wir mal ganz kurz hier, ob es nicht irgendwas für uns... Ja, nicht drüber springen. Ob es nicht irgendwas für uns hier gibt. Oh, der ist immer so übermotiviert mit seinen Bewegungen. Speichern wir mal hier oben. Okay. So, da unten ist nichts außer todbringender Brühe, die wir nicht unbedingt kennenlernen wollen. Hier gibt es ein kleines bisschen Heilung, ansonsten aber im Prinzip auch nichts. Ist aber gut zu wissen, dass wir ruhig mal guten Gewissens die Strahlenkanone benutzen können. Weil es hier noch Munition dafür gibt. Deswegen lege ich die auch gleich mal an. So. Und falle erstmal in die Brühe, das ist in Ordnung. So. Ah, hier drüben ist eine Leiter, okay. Ich gehe nochmal nicht in die Brühe. Mensch, Junge. Es ist grauenvoll, diese Steuerung. Ganz ehrlich. Grauenvoll. Okay, wir nehmen einfach den Weg. Das ist vielleicht die günstigere Variante. So. Und jetzt wieder raus. Und dann müssen wir mal ein bisschen herumprobieren, um den richtigen Weg mit den Teleportern kennenzulernen. So, nee, ich glaube, das ist jetzt übertrieben. Komm, wir gehen mal hier auf die Pumpgun. Zack. Und probieren mal ein bisschen rum. Uah. Okay, da kommen wir hier raus. Das bringt uns total viel. Das ist echt sinnlos. Ach, ich sehe es gerade. Ja, wir müssen das timen. Ah, jetzt weiß ich auch, wie wir hier raufkommen. So. Und schon sind wir oben drauf. Wo sind wir? Haben wir da gerade eine Warnung erhalten? Das ist ja niedlich. Das Personal wird die Konsequenzen tragen müssen, wenn ich das Gebiet nicht verlasse. Na, sowas. Ey, was?
So. Na, ah, noch einer. Wie viele von denen gibt's denn hier? Ist jetzt Stille? Ist immer noch nicht gut. So. Noch einer. Mensch, ihr seid aber penetrant. Oh, shit, ich bin wieder genau reingerannt. Mensch, ernsthaft? Ist dann jetzt gut? Habt ihr genug da oben? Schön.